Jo, und damit herzlich willkommen zu meinem Video, wo ich euch aufkläre, dass die Vorurteile von den epileptischen Anfällen ein Blödsinn sind, weil immer heißt, es tut nur so krampfen, die verkrampft sonst alles, aber es kann auch so viel anderes passieren, was, wie es anders ausartet. Zum Beispiel der Tonisch. Tonisch-klonischer Anfall nennt man das, glaube ich. Da kann passieren, dass du zum Beispiel auf einmal einfach umfliegst oder so, wenn es gerade gehst und so. Und nachher reißt es dich zusammen. Oder wenn es sitzt, kannst du Oberhand, solche Sachen einfach, dass du komplett wegtreten bist und nachher ein paar Unhaus zuckt es dich nachher. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Absenz, glaube ich, nennt man das. Und da, das ist halt für die anderen zum Beispiel, das sehen die anderen zum Beispiel gar nicht. Da hast du einfach eine Bewusstseinspause von deinem Zeitpunkt bis zu deinem Zeitpunkt. Und ja, das sehen die anderen halt gar nicht, du bist aber nicht ansprechbar dabei, das ist das andere. Ne? Oder zum Beispiel, das ist für die anderen zum Beispiel auch nicht sehbar, aber ein bisschen komisch. Also es kann passieren, dass, also der Ort von Aufwahl kann sein, dass du zum Beispiel nur mit dem Buch auf und zu die ganze Zeit, also das Buch auf und zu machst die ganze Zeit und keine Ahnung, einfach Sachen machst, was der Situation gar nicht anpasst oder so, ne? Und wenn die Leute wissen, jetzt hat er einen Anfall, nachher tun, weiß ich nicht, was tun, also ich hab das noch nie gesehen. Aber naja. Und dann gibt es halt noch die Extremen, das sind halt die, was eigentlich am bekanntesten sind, ne? Dass die Zaum reißt und zuckt und der Schaum rauskommt und deine Augen übertragen sind und deine Zunge schlucken kannst. Das sind die extremen Ausnahmen, sage ich einmal. Das gibt's. Ich weiß es nicht, aber ich sage mal, sowas gibt es sicher nicht oft auf der Welt. Und dann gibt es halt noch meine, und also meine, ich weiß gar nicht, was das für eine sind, aber auf jeden Fall. Ich hab eher die Leichten, also bin eher auf einer Stufe, wo du sagst, es ist akzeptabel. Ne? Also mir reißt es eigentlich nur und zuckt es und ich tritt ein bisschen aus und das war es eigentlich dann schon wieder. Ich krieg alles mit, ich bin ansprechbar dabei, es ist gar nicht schlimm. Und noch ein Aufwahl sage ich auch Epi für zwischendrin. Hilft immer, sag ich immer dann, und so aus Spaß, ne? So humormäßig. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das reicht einmal, dass ihr wisst, dass viel die Anfälle sich ganz anders auswirken können, als wie die Menschheit eigentlich weiß davon, sagen wir mal so. Und das wollte ich euch jetzt noch erzählen und ja, das. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.